Hallo zusammen. Ich freue mich wahnsinnig, dass ihr eingeschaltet habt und heute dabei seid bei meinem ersten Nachtdienst. Kurz zu mir, ich bin der Moritz, habe vor nicht allzu langer Zeit mein Staatsexamen gemacht, danach ein bisschen Urlaub und bin jetzt seit 5 Wochen Assistenzarzt. Hier sind wir gerade in der Notaufnahme, die ich als Dienstarzt immer mitbetreuen muss. Ja, was kann ich sagen? Es ist eigentlich bisher super entspannt hier. Wachbleiben ist auch leichter als gedacht dank Stationscafé. Immer ein Geschmackserlebnis der besonderen Art. Okay, schauen wir uns mal ein bisschen um. Das sollte auf jeden Fall in keiner Notaufnahme fehlen. Sehr stark, sehr stark. Und kennt ihr den schon? Das sollte man in jedes Wartezimmer... Wow, Leute, die Arbeit ruft. Ja, hier Schwester Christine, Behandlungsraum 5. Es geht um den Patienten Billmeier. Der hat gerade einiges am frischen Blut erbrochen. Blutdruck ist nicht so toll, war vorhin 90 zu 60. Ich messe aber gleich nochmal. Dem geht's richtig schlecht, wäre gut, wenn Sie gleich kommen. Okay. Blut erbrochen, Blutdruck ist schlecht. Gleich ein Gastrofall, also... Jo, hätte ich da mal besser nicht auf Lücke gelernt. Ich bin eher so der Mann fürs Grobe. Aber wir müssen da jetzt hin. Lass mal anpacken. Behandlungsraum 5. Behandlungsraum 5. Ah! Behandlungsraum 5, hier. Oh, das ist ganz schön viel Blut. Nicht gut. Hallo? Hallo? Ich bin der behandelnde Dienstarzt. Herr Billmann, können Sie mich hören? Oh, hör auf, lass mich. Scheint wohl etwas verwirrt zu sein. Das Problem ist vielleicht auch supratentoriell. Blutdruck ist richtig mau. Shit, ich stehe gerade echt total auf dem Schlauch. Wo ist denn hier eine Nadel? Schwester Christine? Hallo? Wieso ist denn hier niemand? Schwester Christine, ich brauche hier mal Hilfe! Zum Glück war die Szene hier gerade nicht real. Sonst wäre Herr Billmann wahrscheinlich ziemlich bald verblutet. Hallo auch nochmal von meiner Seite. Mein Name ist Tobias Mühling, ich bin Arzt an der Uniklinik in Würzburg. Damals, in meiner ersten Nachtdienste, war ich auch immer wieder mit solchen Notfallsituationen überfordert. Das nötige Wissen wurde einem ja im Studium schon irgendwie theoretisch vermittelt. Allerdings fehlt den meisten Studienabgängern ganz einfach die praktische Übung. Insbesondere bei den etwas komplizierteren Notfällen, die über den typischen Reanimationsalgorithmus hinausgehen. Aus diesen Erfahrungen heraus haben wir uns Gedanken gemacht, wie Medizinstudenten solche Situationen in einem geschützten Umfeld und mit Supervision trainieren können. Zusammen mit der Firma 3D und der Unterstützung meiner Klinik haben wir jetzt ein virtuelles Training für internistische Notfallsituationen entwickelt, in dem genau das möglich ist. Das, was ihr gerade gesehen habt, war ein kleiner Ausschnitt aus unserem Trainingsprogramm, das wir ab Herbst 2020 in Kleingruppen durchführen. Das bedeutet, ein Student zieht jeweils die Brille auf und bearbeitet den Fall, der Rest der Gruppe sieht das Ganze auf dem Beamer, kann Tipps geben, mitraten und so weiter. Ein Tutor sorgt im Hintergrund dafür, dass die Technik funktioniert und hilft, wenn die Gruppe gar nicht weiterkommt. Ob man im VR-Training besser lernt als mit konventionellen Lehrmethoden, untersucht dabei unser Institut für Medizinlehre. In diesem Video gebe ich euch einen kurzen Einblick, damit ihr euch das Projekt besser vorstellen könnt. Das, was man sich ja im realen Leben manchmal wünscht, nämlich einfach wieder alles auf Anfang stellen zu können, ist in unserem virtuellen Training natürlich ganz einfach möglich. Also starten wir nochmal von vorne und schauen, wie wir Moritz weiterhelfen können, damit Herr Billmeier doch noch eine Chance hat. Hey Moritz, bist du noch da?
Mal kurz ganz tief durchatmen. Soll ich dir bei den nächsten Schritten helfen? Ja, könnte vielleicht nicht schaden. Also, der gute Herr Billmeier scheint etwas verwirrt zu sein. Dann müssen wir uns eben andere Möglichkeiten zur Anamnese überlegen. Irgendwo lag hier, glaube ich, ein Notarztprotokoll rum. Schauen wir doch mal rein. Hämatemesis kollabiert. Er ist schon seit Tagen verwirrt. Leberzirrhose. Da war doch was mit Blutungen bei Leberzirrhose. Wenn du jetzt nicht auf die konkrete Blutungsfälle kommst, überhaupt kein Problem. Wir können den Patienten auf jeden Fall schon mal ganz allgemein stabilisieren. Okay, was machen wir? Wir stehen hier kurz vor dem hämorrhagischen Schock. In diesem Fall sollten wir genügend Möglichkeiten haben, Volumen und Blutprodukte zu geben. Also lege ich noch eine zweite Nadel und hänge gleich eine Infusion an? Volumen ist wahrscheinlich ganz gut. Hör ihn trotzdem noch mal kurz ab, um sicher zu gehen, dass er nicht im Lungenödem ist oder schwere Klappenvizien hat. Herztöne, soweit ich das sagen kann, rein. Vesikuläres Atemgeräusch, kein Rasseln. Okay, also dann Volumen im Schuss. Gut, ich stell mal auf 2 Liter pro Stunde. Sollten wir nicht auch mal schauen, wie der Hämoglobinwert ist? Klar, der kann zwar in der akuten Blutung falsch hoch sein, aber da haben wir schon mal einen Ausgangswert. Mach doch einfach eine Blutgasanalyse. Röhrchen sind in der Schublade. Das Gerät zur Auswertung steht im Stützpunkt. Okay, okay. Gut, das müsste reichen am Blut. Jetzt in den Stützpunkt. Das Gerät ist übrigens mit dem Drucker gekoppelt, der da am Schreibtisch steht. Ja, hör ich schon. Ups, Hämoglobin ist 6,8 und er blutet ja vermutlich weiter. Also, würdest du ihm Blutkonserven geben? Er hat eine akute Blutung, ist im Beginn in Schock und hat schlechte Ausgangswerte. Also ja. Dann bestell ungekreuzte Erythrozytenkonzentrate. Das machst du am Computer. Mal sehen. Transfusion anfordern, Blutkonserve. Ja. Und gleich noch eins. Was ist das für ein Geräusch? Nee, wie geil. Das kommt hier mit der Rohrpost. Dann füllen wir dich mal wieder auf, Billmeier. Sehr gut. Sollen wir noch Adrenalin für den Blutdruck geben? Naja, der Blutdruck ist eigentlich schon ausreichend. Aber wir sind ja in der Simulation, da können wir das ruhig mal ausprobieren. Nimm in der Situation aber lieber Noradrenalin. Das macht weniger Herzrhythmusstörungen. Vorher würde ich im Übrigen noch eine arterielle Blutdruckmessung legen. Das habe ich vorhin schon gesehen. Die ist hier unten. Cool. Jetzt wird der Blutdruck in Echtzeit aktualisiert. Wo ist das Noradrenalin? Die Katecholamine werden im Kühlschrank gelagert. Im Stützpunkt auf der rechten Seite. Und dann brauchst du noch eine Perfusorspritze. Die ist unter dem Medikamentenschrank. Gut, da ist es. Dann rüber und in die Spritze. Drei Milligramm passt? Ja, passt. Welche Laufrate? Dreh ruhig mal kurz ganz auf, dann gibst du einen Bolus. Gut, und jetzt runter. Zum Beispiel auf, sagen wir mal, 5 Milliliter pro Stunde. Wow, 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 es wirkt schon. Sehr gut. Da hast du dich jetzt auch noch ganz gut geschlagen. Ich denke, wir beenden deine Schicht jetzt mal für den Moment
wollte auch noch nicht so viel über diesen Fall verraten und ich zeige unseren Zuschauern stattdessen noch ein paar Ausschnitte, was sie noch in unserem Notfalltraining machen können. Danke auf jeden Fall, Moritz, fürs Mitmachen. Gerne. Viel Spaß noch. Ihr habt ja vielleicht gesehen, dass ich in dem Fallbeispiel der Blutverlust, aber auch die medizinischen Maßnahmen wie Infusionen, Transfusionen und Katecholamine auf die Kreislaufverhältnisse ausgewirkt haben. Damit das funktioniert, haben wir für das Notfalltraining eine virtuelle Physiologie programmiert, die über 100 Parameter aus Atmung, Herz-Kreislauf, Organphysiologie und Pharmakodynamik umfasst. So bekommt ihr neben einem realistischen Krankheitsverlauf auch mit, was eure Maßnahmen bei den Patienten bewirken. Gerade bei den Katecholaminen ist es auch ganz hilfreich, mal zu sehen, mit welcher Dosis ihr eigentlich welche Wirkung erzielen könnt. Neben Anamnese, körperlicher Untersuchung und Labor gibt es noch jede Menge Geräte, die ihr benutzen könnt, um zum Beispiel ein 12-Kanal-EKG zu schreiben oder eine fokussierte Ultraschalluntersuchung durchzuführen. Zu jedem Fall gibt es außerdem passende Röntgen- und CT-Bilder. Je nach Krankheitsbild werden auch noch spezielle Maßnahmen abgebildet, zum Beispiel die Isolierung eines Patienten oder komplette mikrobiologische Diagnostik. Momentan arbeiten wir außerdem daran, eine nicht-invasive Beatmung zu integrieren, bei der ihr lernen könnt, wie sich eure Einstellung der Parameter auf den Patienten auswirken. Neben dem physiologischen Feedback und dem, was euer Tutor euch vermittelt, bietet das Programm auch internes Feedback durch eine Evaluation, in der die wichtigsten Leitlinienempfehlungen abgeprüft werden. Das Programm berechnet aber übrigens auch, ob sich euer Patient über die nächsten Stunden stabil verhält. Diese Evaluation werden wir in den nächsten Monaten zu einer kompletten Lernoberfläche ausbauen, in der euch ein virtueller Oberarzt bei Bedarf Hilfestellung gibt oder vor gefährlichen Maßnahmen warnt. Das war jetzt, kurz zusammengefasst, der aktuelle Entwicklungsstand des Programms. Wenn ihr Medizinstudenten oder Assistenzärzte seid, dieses Video seht und vielleicht sagt, ich möchte auf keinen Fall, dass es mir so wie Moritz am Anfang des Videos geht, kann auch ich Notfälle mit eurem Training üben? Dann schreibt uns doch einfach eine E-Mail. Wir setzen uns dann mit den Verantwortlichen in Verbindung und schauen, wie wir das möglich machen können. Ich sage jetzt erstmal danke für euer Interesse, schön, dass ihr dabei wart und macht's gut.